Herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X. Ja, hier haben wir das letzte Mal aufgehört und wir sollen ja jetzt in die Kapelle, um uns da ein bisschen mal umzuschauen, was da gibt, was es da alles so Schönes gibt. Na, gehen wir da mal hin. Und Sequenz. It was then, standing in that place. I began to realize how different this world was from my own. So, das sieht schon toll aus hier, muss ich schon sagen. Wer ist das? Years have passed since Lord Braska became High Summoner. And finally, we receive a statue for our temple. Well, what's a High Summoner? I got too close to Sin's, toxin. It was funny hearing myself make the same excuse over and over. Funny, and a little sad. The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yevon. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power, the Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. They are the blessing of Yevon. So what he meant was that we should respect some kind of great men or something like that, I figured. Ja. Ja, hier gibt's nichts weiter. Ich hatte, wo ich das quasi vorher mal angespielt hatte kurz, da habe ich mir hundertprozentig gedacht, dass in diesem Raum und in diesem Raum, dass da eine Kiste sein muss, aber da war keine. Ja, das ist, weil wir... Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht, also... das ist jetzt, weil wir hier nochmal herkommen, später. Dann sind da aber Kisten drin. Genauso wie ich in Erinnerung hatte, dass irgendwie da hinten, hinter der Ecke, was war. Also hier hinten, wenn man hier rumläuft. Aber da ist nichts. Wenn ich jetzt dahin laufe... Normalerweise müsste jetzt die Kamera nämlich dahin gehen, aber das ist wahrscheinlich dann auch erst, wenn wir das zweite Mal hier sind. So, jetzt gehen wir mal zu Wacker. Er war, glaube ich, hier drin. Und quatschen ihn nochmal an. Wacker! Sorry, man. No time for lunch yet. Take a nap. You look pushed. Nickerchen. Na gut. Okay. You could at least go see how they're doing. Ist das nicht der aus dem Tempel gerade? We can't interfere. It's a rule. But it's been nearly. Und wieder ein Traum. But
It's been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you hate him so? But if he dies, you'll never be able to tell him how much you hate him. Ja, wir müssen ja unseren Vater ziemlich sehr hassen, aber das klärt sich wahrscheinlich auch noch später auf, warum wir ihn so hassen und so. Ich muss ehrlich zugeben, das weiß ich jetzt auch gar nicht mehr so genau. Ist echt schon zu lange her. So, Walker, der ist ja sicherlich in die Kirche, also hier in den Tempel gegangen. Kirche, ja. Ah, da steht er ja. Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Like I care. Titus ist wieder alles egal. Die sind alle entsetzt. Wie kann er es wagen? Ja, Titus, man sollte eigentlich die Regeln anderer befolgen. Aber laut Spiel soll das ja so sein. Ja, so. Wir gucken mal, was das ist hier. Mal anklicken. Symbol, leuchtendes Symbol. Ja, das sind jetzt so eine Art Rätsel, würde ich mal sagen. Entschuldigung. Und wir müssen hier uns den Weg quasi hier durch dieses Labyrinth. Also das hier ist jetzt vielleicht noch kein Labyrinth, aber das ist jetzt ein ganz leichter Vorgeschmack auf die Dinger, die noch kommen werden. Im späteren Spielverlauf kommen noch mehr von diesen. Und was haben wir denn hier? Hier haben wir nämlich zwei verschiedene Sphäroiden. Und zwar einmal die einen, die uns die Wege öffnen und andere, die uns zu Schätze führen. Den da, den nehmen wir mal gleich mit. Na los, nimm ihn. Danke. Schauen wir mal. Damit wir hier in die Tür reinkommen, müssen wir den hier einsetzen. So, ich glaube, den könnte ich auch gleich wieder mitnehmen. Nehmen. So, genommen. Dann gucken wir mal hier um die Ecke. Ah ja. Einsetzen.
da ist, ja, da ist einer drin, der unseren Schatz, aber den brauche ich jetzt noch nicht. So, hier ist eine Wand mit so einem leuchtenden Schriftzeichen, die berühren wir dann wieder. Ja, das kann ich mich jetzt noch ziemlich gut erinnern, aber es ist nur jetzt hier das erste. Später die anderen, an eins erinnere ich mich noch, teilweise. Das war ziemlich schwierig. So, und hier hinten schätze ich mal ist, ja, da hinten ist das Geheimnis. So, den machen wir jetzt auch mal hier rein. Und jetzt öffnet sich die komplette Wand. So, wir schieben das Ding mal ein Stück vor. Ja, wir sollen das Ding quasi bis da vorne hinschieben, wo das da blinkt. Das machen wir jetzt aber nicht, weil dann würde es ja weitergehen. Ich hole mir jetzt erstmal den da. Und in diese Schatzkammern, da findet man meistens richtig gute Waffen oder Accessoire. Mal sehen, was wir in dem finden. Da wird schon gezeigt, jetzt geht da gleich die Wand weg. Und es steht eine Kiste da, eine Schatzkiste. Yay. Yeah. So. Dann schauen wir mal, was für eine Überraschung. Ich meine, ich weiß es ja jetzt schon, weil ich es ja schon mal, ich glaube, über 2 Stunden angespielt habe. Das ist der Waisenstab. Das ist, glaube ich, eine Waffe für eine Person, die wir noch kennenlernen werden. Nämlich, das ist die Person, die wir jetzt hier eigentlich retten wollen. Dabei braucht sie hier gar nicht gerettet werden, weil alles in Ordnung ist. Hey! Ah, Wacker. It's gotten into you. Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. Und hier scheint ein kleiner Bug zu sein, denn ihr seht, Wacker redet gegen die Wand. I'm a guardian. Und passt mal genau auf. A guardian? Normalerweise stehe ich ja neben ihm. Direkt da neben ihm stehe ich eigentlich. Pass auf. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das war beim, wo ich es angespielt habe, war es genauso. Guardians protect them. Guardians in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Ah, well, schöne Musik. Now that we come this far. Also ich meine damit might as well schön go beruhigend. All the way. Ja, die Musik hier in dem ganzen Spiel, die ist echt, ja, kann man sagen, himmlisch beruhigend. Also ich finde es eigentlich okay. Sehr entspannt. No, it's, boah, was steht denn da für ein... See, I told you she gets mad easy. Der sieht nicht gerade freundlich aus, der eine, der da stand. Der da. Is the summoner all right? Who are you? Ja, die werden wir später dann auch noch kennenlernen. Also die hier vor uns gerade stand. Und ausgerechnet, wenn wir es jetzt geschafft haben bis hier runter, kommt es dann natürlich gleich raus.
Oh, sie ist ja schön verschwitzt. Und sie hat zwei verschiedene Augenfarben, wenn ihr das mal seht. Grün und blau. Aber anscheinend ist das beim Medium so. Ich weiß es jetzt gar nicht. Oder sie hat das von Natur aus. Es gibt ja Menschen, die zwei verschiedene Augenfarben haben. And here I was thinking summoners were all old geezers. Ja, mich lassen sie da eiskalt stehen. Hey, ich wollte doch nur. Hallo? Aha, der Vorfall ist jetzt Nebensache. Jetzt wird erstmal gefeiert, okay. Ja, klar. Das machen wir doch gern. Ja, ja, ich komme ja schon. Wacker, der ruft schon wieder nach mir. What? Ow! Wait till you see this. I can't see anything. Ready. Jetzt gibt's eine schöne Vorführung. Okay. Jetzt eine Art Drachen sein oder so. Zumindest kann sie ihn streicheln. Aber ich glaube, das ist eine der Bestien. Ja. Hier gibt es ja Bestien im Spiel, die man im Wertenkampf rufen kann. I had never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still. I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Da haut er wieder ab. Ja, den belassen wir natürlich auch bei seinem rechtmäßigen Namen. I remember, that night, we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed. For everyone. For me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi, guys. Hi, so what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? Victory! Ich glaube, da hat sich einer verguckt. Victory! Victory!
Victory! Victory! Ja, wir können uns jetzt bewegen. Oh, schöne Nacht. Ja, ich sag aber mal, weil wir müssen jetzt darüber zu das Medium laufen. Dann kommt wieder eine Sequenz. Und da die Zeit aber rum ist, machen wir das im nächsten Part. Dann sage ich mal an der Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Final Fantasy 10. Und vielen Dank fürs Zuschauen.